will miss you forever. The hurt will run deep. Only love can set you free. Lukas, Stefan, reden wir über schlechte Ideen für Pausenacts beim zweiten Halbfinale. Die grundsätzliche Idee war, man lädt die Gewinner der letzten 5 Grand Prix ein und lässt sie hier ihre Songs, mit denen sie berühmt geworden sind und die sie bis ans Ende aller Tage singen müssen, noch einmal performen. In einer aserbaidschanisierten Version. Und dann lässt man sie alle gemeinsam den größten Eurovision-Hit aller Zeiten singen. Ein bisschen Frieden, genau. Waterloo, meine Damen und Herren, ein Song aus der Feder von Benny und Björn, die glücklicherweise noch leben, denn ansonsten würden sie sich im Grabe umdrehen nach dem, was wir heute gesehen haben. Wir müssen diese womöglich letzte Gelegenheit nutzen, um noch über Slowenien zu reden. Denn die kommen nur alle Jubeljahre ins Finale. Machen dann aber einen großen Laibach. Wir haben ja schon im letzten Jahr dem unbekannten Steadicam-Mann oder eigentlich sogar dem Bekannten ein Denkmal gesetzt. Diesmal habe ich auf der Bühne gefilmt, wie die, ich glaube, versucht haben, den Weltrekord im Sängerumrunden zu brechen. Apropos, wenn sie es dann sehen und ihnen schlecht wird, das ist mutmaßlich der Grund dafür. Oder es liegt an der Musik. Das erste Halbfinale haben wir in der Bar, der Lounge des Hilton Hotel geguckt. Ein durchaus teurer, aber auch würdeloser Ort. Und wir waren mit und bei Roman Lob feiern. Die deutsche Party abgehalten in einem Biercafé. Ein geborener Entertainer. Ja, macht das ja auch schon eine Weile, ne? So auf der Bühne stehen und sowas. Hat 3 Songs gesungen, alle live? 3, 4, 5, 3? 5. Shit. Am nächsten Tag der Auftritt der Big Five, wobei einer, ich glaube Engelbert hatte sich mit seinem Rollator irgendwie am Bordstein verheddert, aber die anderen 4 sind aufgetreten am Boulevard. Die Leute waren einigermaßen begeistert, haben das abgefeiert und vor allen Dingen waren sehr, sehr nett. Die haben uns also alle angesprochen, irgendwie, hey, wo kommt ihr her, wie gefällt es euch hier, was gefällt euch besonders, wie ist das Essen?
Du bist untergehackt worden. Du bist von einem jungen Mann, wie das hier üblich ist, untergehackt worden, während er dich ausfragte nach deinem Lieblingsfußballverein? Sowas in der Art, ja. Und die Männer üben abends da aber auch schon mal für den nächsten Tag im Job wieder. Die spanische Sängerin namens... Wer? Hatte ein paar technische Probleme, hat zum Ausgleich dafür aber später die vorher mir nicht bekannte spanische Version von Wenke Mürre Keep Smiling gesungen. Was ich dich seit vielen Wochen fragen will, warum heißt es eigentlich Eurovision? Ich bin noch nie irgendwo gewesen, wo ununterbrochen irgendjemand geputzt hat. Einer der Höhepunkte auf der Tanzfläche, während dort Leute noch tanzten? Dann haben wir Deppen heute den Botschafterempfang ausfallen lassen, weil wir erstens dachten, wir finden nicht hin und zweitens, wir finden nicht zurück, rechtzeitig, um hier zu sein für die Pressekonferenz der European Broadcasting Union. Next slide, please. Wir würden Ihnen gerne Bilder von dieser Pressekonferenz zeigen, aber der Ruf des Journalismus in Deutschland ist schon so weit geschädigt, dass... Na gut, wir machen es trotzdem. Firstly, can I just say congratulations on the show last night. It was worthy of a final. I thought it was absolutely wonderful. So well done. Es gab dann auch eine Frage zum Thema, wie das denn ist, wenn undemokratische Länder wie zum Beispiel Weißrussland oder auch Weißrussland, wenn solche Länder halt mal versehentlich, unwahrscheinlicherweise, aber versehentlich den Song Contest gewinnen, dann müsste er dort ausgetragen werden, ausgetrieben hätte ich fast gesagt. Sietse Bakker, ein sympathischer junger Holländer, der hier irgendwie für alles verantwortlich ist, was nicht die Show selbst ist, hatte da seine ganz eigene Antwort drauf. Some of you might know I'm supervising the Junior Eurovision Song Contest. Back in 2010 that contest was hosted in Belarus and organized by the Belarusian EBU member. It was completely non-political. It was a successful event and it gave a great deal of knowledge and expertise to BTRC, the public broadcaster in Belarus. And this is very valuable for a broadcaster. There might be difficult, challenging political circumstances in a country, but we consider this kind of events as a positive contribution to public broadcasting in that particular country. Vielleicht muss man auch erklären, dass der Junior Eurovision Song Contest speziell für eine kleine traurige Zielgruppe von europhilen Pädophilen ist, die dort aber dann wirklich auch gezielt bedient werden. Eine weitere Fehlplanung dieses an Fehlplanung nicht armen Tages war, wir haben mit den Aufnahmen zu dieser Moderation exakt in dem Moment begonnen, als gerade eine Zeremonie abgeschlossen war. Und es für alle Anwesenden Essen gab, also für alle anderen Anwesenden. Und dann wollten wir Ihnen noch das hier zeigen, den Weltrekordversuch im Meta-eigene Witze nochmal kaputt moderieren. Wir haben nämlich morgen ein exklusives Interview mit Roman Lob. Exklusiv in dem Sinne von? Dass es das Einzige ist, was wir kriegen werden. Insofern bleibt uns nichts anderes zu sagen als... Arrivederci.